Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es mal um die Fahrzeugnamen und deren Bedeutungen. Denn ich habe mich mal so ein bisschen auf die Suche gemacht, um mal herauszufinden, was zum Beispiel das W13 bei Mercedes bedeutet oder das VF22 bei Haas. Seid auf jeden Fall gespannt, denn da sind einige sehr kuriose Sachen mit dabei. Ich verwende hier übrigens die Konstrukteurstabelle von 2021 und wir beginnen mit Mercedes, nämlich den W13. Die Frage stellt sich natürlich, W, für was steht das? Ich denke, viele von euch werden wahrscheinlich jetzt bedenken, na, es ist bestimmt irgendwie ein englischer Begriff. Falsch, denn das ist nämlich schon nicht richtig, denn W13 steht für der 13. Bolide, seitdem Mercedes 2010 zurück in die Formel 1 gekehrt ist, und W steht für Wagen. Mercedes ist ja deutsch und sie haben sich gedacht, okay gut, dann machen wir es wie folgt. Wir nennen das Auto W13, wobei W wiederum für Wagen steht und nicht irgendwie für Win oder sowas ähnliches. Red Bull Racing RB18. Ich denke mal, viele von euch haben sich bestimmt gewundert, 2020 kam der RB16, soweit so gut. 2021 kam der RB16B. Ich denke mal, viele von euch haben sich die Frage gestellt, wieso eigentlich nicht der RB17? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das konnte ich nicht herausfinden, aber Fakt ist jedenfalls, der RB17 gibt es 2022 nicht. Das hat Christian Horner nämlich im vergangenen Jahr nochmal angekündigt. Sie machen mit dem RB18 weiter. RB steht hierbei für Red Bull. Scuderia Ferrari F175. Man muss sagen, bei Ferrari ist es halt so, dass sie ihre Boliden immer so benennen. Und zwar hat das Ganze etwas mit den Ereignissen zu tun. Beim SF90 ist die Begründung die hier. Und beim SF1000 war es der 1000. Grand Prix in der Formel 1 Geschichte der Scuderia Ferrari beim Toskana Grand Prix. Und da kam ja auch diese wirklich sehr schöne Lackierung zum Vorschein. Bevor ich es vergesse, die Lackierung, die ihr da eben gesehen habt, so soll der Bolide 2022 auch aussehen. Also so ungefähr, wenn er in Bahrain an den Start geht. Seid auf jeden Fall gespannt. Aber jetzt mal 75. Die 75 ist das Firmenjubiläum von der Scuderia Ferrari. McLaren MCL 36. Deswegen habe ich auch die Cappy auf, weil ich das Ganze nämlich genau nach dem McLaren Launch nämlich hier aufnehme. MP4 hieß es ja früher, das wurde eingestellt, nachdem Ron Dennis nämlich McLaren verließ. MP4 steht übrigens für McLaren Project 4. Ziemlich einfach. MCL steht, naja, ihr hättet es wahrscheinlich schon denken können, McLaren. Wer hätte das kommen sehen? Alpine A522. Da muss ich sagen, das war mit Abstand das komplizierteste. Ich habe einfach A521, also den Vorgänger, und Bedeutung bei Google angegeben und dann habe ich ungefähr 20 Minuten gesucht und ja, ich habe nichts gefunden. Aber ich habe einfach mal Bedeutung durch Meaning ersetzt und 2 Minuten später haben mir die netten Herrschaften von Autosport einfach erklärt, dass es folgendes ist. A steht für Alpine, wer hätte das kommen sehen. Die 500 ist die Projektnummer und 22 ist das Jahr. Und somit haben wir das Rätsel auch gelöst. Scuderia Alfa Tauri AT03. Früher hieß ja Alfa Tauri Scuderia Toro Rosso und da haben sie das Ganze nämlich genauso gemacht. STR Scuderia Toro Rosso und das Ganze haben sie bis zum 14. Boliden gemacht. Und AT03 steht natürlich für den 3. Boliden, den Alfa Tauri seit der Namensänderung verwendet. AT01 2020, AT02 2021 und AT03 2022. Aston Martin AMR 22 steht für Aston Martin Racing. Eigentlich ziemlich simpel. Doch eine Frage stellt sich. Wie wird Sebastian Vettel sein neues Gefährt denn nennen? Wenn ihr Vorschläge habt, ab damit unten in die Kommentare, denn ich habe nicht wirklich eine Idee. Das Einzige, woran ich jetzt denke, ist, dass er vielleicht, da er Honey Rider das erste Bond Girl war, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass er vielleicht das zweite Bond Girl nimmt und sein Auto deshalb benennt. Könnte ja sein. Wer weiß. Williams FW44. Also man muss sagen, es ist ungefähr so ein bisschen wie bei Red Bull. Das B ist halt bei dem vergangenen Jahr dazugenommen worden, aber sie haben keine Zahl übersprungen und machen mit FW44 weiter. FW steht übrigens für Frank Williams, der letztes Jahr verstarb und selbst 2020 schon einen Großteil seines Betriebs nämlich an Dorriton Capital übertragen hat und Claire Williams ist mittlerweile auch aus dem Geschäft raus. Alfa Romeo C42 hieß ja vorher Sauber bis einschließlich 2018 und Peter Sauber war halt der Inhaber bzw. ist immer noch der Inhaber, denn Alfa Romeo gehört zur Sauber Motorsport Gruppe. Jetzt denkt ihr sicherlich, C, das kann nur für K stehen. Nein. C steht für Christiane und das ist seine Ehefrau. Also das finde ich wirklich nett, dass man auch noch den, sag ich mal, den Ehepartner mit in das ganze Formel-1-Business mit reinnimmt. Also wirklich eine sehr nette Geste. Die Begründung des Alfa Romeo C42 seht ihr übrigens hier.
HSVF22. Da muss ich sagen, das war auch nicht so einfach herauszufinden, aber egal. Ich denke mal, viele von euch werden jetzt denken, VF steht irgendwie wahrscheinlich für eine gewisse Person oder sowas, die da irgendwie eine große Rolle spielt. Nee, ganz im Gegenteil. Haas ist ja das jüngste Formel-1-Team, das ja 2016 in die Formel 1 kam und sie haben sich da gedacht, VF16 ist, so nennen wir den Boliden für die 2016er Saison. VF steht für Very First, also allererste. Eigentlich sollte ja der VF17 ganz anders heißen, aber sie haben sich dann gedacht, weißt du was, dann lassen wir es eben so. Machen wir VF17, VF18, VF19, VF20, VF21 und VF22. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie VF weiterhin verwenden. Ich habe ehrlich gesagt mit etwas anderem gerechnet. Vielleicht irgendwie G oder sowas ähnliches für Gene Haas oder irgendwie sowas, keine Ahnung. So, liebe Leute, jetzt wisst ihr, wofür diese ganzen Bedeutungen stehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und gerne ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut und ciao.